Willkommen zurück zu Pokémon Uranium. Beim letzten Mal haben wir uns die Höhle mal ein bisschen genauer angesehen und dieses Mal werden wir uns alles außerhalb ein bisschen genauer ansehen. Jedenfalls hoffe ich das und dass wir dann auch das bekommen. Warum muss ich so weit... Ach, meine Fresse, das ist wieder so eine Logik in diesem Spiel, ne? Ja, mehr Rappel bitte. Gibt's da was? Mir ist aufgefallen, dass es bis jetzt noch keine einzigen unsichtbaren Items gab, ne? Wir haben noch gar keinen Dings bekommen. Wie heißt das Ding? Ah, dieser Detektor, genau, so ist das Ding. Ich wollte übrigens nicht hier gucken, ich wollte hier gucken, ob die alle aufgeladen sind. Ich glaube, unser Achilles könnte eine kleine HP-Spritze gebrauchen. Dann geben wir sie ihm direkt einmal. So, dann hoffen wir mal direkt mal, dass das hier ein Gegner ist. Wow, dude, this ice is like totally slippery. Na, meinetwegen. Und wieder ein Ass-Trainer. Warum haben die eigentlich alle... Ja gut, sind alle entsprechend gekleidet, ne? Oh, oh, ich will den haben. Eigentlich nicht. Hail is falling. Na, da war Flamethrower. Da war ja was. Ich vergaß. ja, scheiße. Ist Bodenblut ein Eis? Ich glaube irgendwie nicht so. Oh je. Achilles hat heute auch nicht so den besten Tag erwischt, nicht wahr? Scheißhagel. Ja. Okay. Was war nochmal stark? Ich habe keine Ahnung, stark gegen Eis ist, ganz ehrlich. Ich nehme einfach mal den hier mit, für mal gucken. Es kann nicht schlimmer sein als vorher. Ah, Psybeam. Natürlich. Es ist nicht sehr effektiv, aber die Hälfte des HPs darf ruhig schon mal verschwinden, ne? Gar kein Problem hier. Ja. Ich sehe schon, worauf du hinaus möchtest. Und ich kann dir gerne diesen Gefallen tun, mein Freund. Ich glaube, ich muss mal zurück in die Stadt. Meine Pokémon heilen. Wie dämlich, ey. So, du spielst gerne Spielchen. Hier hast du ein Spielchen. Na, gesehen? Tolles Spielchen, nicht wahr? Nukleon. Rasiert. Okay, den Haar gleich wieder vergessen. Glaive-Nook, was ist das jetzt schon wieder? Glaive-Nook. Okay. Ich hoffe, A, du bist langsamer. Okay, und B, du hast zwei Typen. Damit nämlich C eintritt, dein Tod. Ah. So gefällt mir das Nukleon. Ich sollte auf keinen anderen Pokémon mehr setzen, außer auf Nuklear-Pokémon. Es gibt, glaube ich, nichts, was besser ist als Nuklear. Ah, okay, eine Menge noch. Autsch, ja. Danke, dass du gestorben bist. Du hast mir meinen ganzen Pokémon vernichtet. Und ich habe nur noch 6 Revives. Na, muss reichen, bis wir dahin kommen, wo wir hin müssen. Ich weiß gar nicht, wohin wir überhaupt müssen. Ich weiß nur, irgendwas wird kommen, was vielleicht wichtig sein wird. So, gut. Haben wir Aether. Aether. Da, Aether. Einen haben wir noch. Sehr schön. Es fängt wieder an, ich muss niesen. Egal. Dann niesen wir halt, wenn es so weit ist. Ich möchte gerne das Item haben, ohne gegen dich zu kämpfen. Na, Hyper Potion. Okay. Hallo, Schätzchen. Jedes Mal, ich weiß, es ist, wenn ich anfange hier zu reden. Du bist Eis oder bist du Stahleis? Ich hoffe, du bist Stahleis. Jetzt habe ich angefangen zu reden und ich habe ja eine Allergie und meine Nase ist immer ein bisschen zu, dann fängt durch das Reden natürlich auch ein bisschen an zu kitzeln, die Nase, und das ist natürlich der Moment, wo ich dann halt das Problem habe, dass mir die Nase anfängt zu jucken und ich mir nicht ganz gerne niesen möchte. Und mir die Nase hochziehe. Außerdem ist hier ein bisschen Staub drauf immer. Das soll ich nicht ganz vermeiden. Oh, Level Up! Und daher mein kleines Problem. Aber es ist eigentlich nur ganz klein. Ich meine, ich kann Nase hochziehen und ich kann verhindern, dass ihr das hört, weil ich habe hier die digitalen Regler hier. Barriette, was war Barriette? Das war nicht barscharf, oder? Fuck. Es war barscharf. Ach Mann, der ist so ein Doppeltyp. Oh, meine Fresse. Kampf Unlicht. Was ist denn stark gegen Unlicht? Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Puh, ja, ha, ha. Ich weiß, dass der ganz schlecht war. Ich nehme am voraus. Vielleicht haben wir Glück, der macht einen Nahkampfattack, ist paralysiert und dann rasieren wir ihn weg.
Oder am Voraus wird es gegrillt. Crust Chop. Ah. Okay, Statik wirkt. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir ihn noch platt. Ah, ja, wow. Der letzte HP. Ja, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das ist dann der nächste Revive, den wir verwenden müssen. Juhu! Ich bin trotzdem besiegt. Egal. Wir haben jetzt einen kleinen Vorteil. Haben wir einen Vorteil? Ich glaube, ja. Einen kleinen nur. Warum ist eigentlich Nucleon nicht vorne? Ich brauche doch kein anderes Pokémon außer den. Hier, immer Swift drauf, besiegt, Sache erledigt. Ich wollte sowieso auf 45 bringen, damit wir diesen Hyper-Sound oder Hyper-Wurst bekommen, ne? Der übrigens sehr stark ist. Ja. Und zwar eine Lohnniederlage, Worthy Defeat. Könnt mich gerne korrigieren, ne? Also ab die Kommentare damit. Ha, ja. Irgendwie ist der Berg ganz schön ekelhaft, was meine Items angeht. Die gehen sehr schnell aus. Scheiße. Ist da was? Nö. Warum wurde mehr gelotst? Wahrscheinlich nur wieder zurück zu können. Okay. Item. Bitte VM-Vernichter, Carbos. Carbos ist auch okay. Ich will trotzdem was können, die VM-Vernichter. Carbos, PP hab und so ein Gedönse, ne? Ich gebe mal das ganze Zeug mal meinen Achilles, einfach weil er ist halt unser Main. Es erhöht die Base Speed. Ja, da gebe ich mal Ampharos, ne? Weil das ist eh langsam. Gut, deine Punkte wird jetzt nichts reißen, aber egal. Hey du, welche Seite bist du? Ich bin auf meiner Seite, ja? Nein, Drachentee. Oh nein, Verfuhr. Warum macht ihr das mit mir? Das ist so ungerecht. Ja, also ich glaube, wir haben noch 4 Revive, wenn mich alles täuscht. Ja. Ich versuche es einfach. Okay. Scheiße. Machen wir Sunny Day. Danach ein Flammenwurf. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Vielleicht sind wir einfach nächste Runde platt. Ja, das ist der nächste Revive, den wir brauchen werden. Egal. Mal ein bisschen Schaden, damit hinterher Nukleon dann gut wegbekommt. Ich krieg den auch einfach nicht hochgelevelt, ne? Weil der stirbt mir hier an diesem Berg ständig weg. Wow, er hat einfach überlebt. Er hat es einfach überlebt, ich glaube es nicht. Nein, ich weiß nicht wie. Er hat es einfach überlebt. Es gibt absolut gar keinen Grund dafür, dass es hätte überleben können. Ja, natürlich wechseln wir. Wir gehen auf Nukleon. Wow. Das war irgendwie... Wow. Ich hoffe, wir sind stark genug, um Fafo zu besiegen, weil Fafo ist echt widerlich als Gegner. Boah, hat es echt geschafft. Wenn ich ganz ehrlich bin, hier, das einzige Pokémon, was mich lohnen würde, rauszunehmen, um Fafo ins Team reinzunehmen, wäre eben der hier, ne? Der Nachteil ist nur, der ist zu stark. Nukleon ist zu stark, um den gegen Fafo auszutauschen. Wenn der Surfer, ich weiß nicht, ob der Surfer kann. Aber Blubberock ist halt auch zu stark in der Verteidigung. Ach, warte mal, der ist nur Drachen, ne? Egal, komm, versuch. Voll der Dragon Ball Sound gerade gewesen, wenn die anfangen zu fliegen. Ja, das ist übrigens der nächste Revive, den wir brauchen werden. Oh, Junge, und das Sonnen nicht verschwindet. Wir haben keine Eisattacken. Wir haben auch keine Feenattacken. Ich hatte mit Blubberock mal eine Eisattacke, aber die habe ich herausgenommen für scheiß Stärke. Ja, komm, Nukleon. Du musst mal wieder den Tag retten. Nukleon denkt sich auch schon so, oh Junge, bist du behindert, du kriegst hier ohne mich gar nichts hin. Aber Nukleon ist einfach so stark.
Tut mir leid. Das Nukleon mein bestes Pokémon im Moment ist. Traktor, Stahltyp, Feuerattacken. Wir haben die mal mit Blubble Rock besiegt, ne? Nein, komm. Wir versuchen einfach mal so. Der Stahltyp, ne? Der ist Drache Stahl. Ich gebe mir mein Bestes. Iron Head. Ja, genau. Ich habe es irgendwie kommen sehen. Ich habe es kommen sehen. Ohne Witz. Gut, jetzt ist lustig. Hochheilen? Ich hoffe es gleich aus. Es könnte sein, dass er mich halt einfach weghaut. Hyper Potion. Auf Achilles. Iron Head. Und lass mich raten. Okay, also alles ist in Ordnung. Wir haben absolut Chance. Zeig mir, der geht nicht mehr. Da muss der Flamethrower ausreichen. Aber das ist Drachentyp. Ich glaube, Drache resistet auch am Feuer, ne? Ja, aber es reicht trotzdem aus. Sie sind stark genug. Das ist gut. Bitte nicht flinch. Bitte nicht flinch. Ich glaube, flinchen geht erst dann, wenn die zuerst angreifen würde, ne? Ich glaube schon. Boah, ey, diese Gegend ist so übertrieben anstrengend. Terrelat. Jetzt hätten wir unser Dingens nutzen müssen. Aber er ist ja auch Bodentyp. Das heißt, Magnitude könnte mit der Stärke was reißen. Komm schon, komm schon, komm schon. Umgekehrt. Ohne Witz, das klingt wie das Dragon Ball. Warum ist das so stark? Ich hasse dich. Warum ist das so stark? Wir brauchen unser eigenes Drachenteam, hab ich schon mal gesagt, ne? Jetzt wisst ihr warum. Die Drecksviecher sind voll stark. Naja. Das soll es jetzt für Talent gewesen sein. Einmal ein Giga Drain und der ist eigentlich tot, ne? Resisted Drache eigentlich Pflanzenattacken? Ich weiß es nicht. Ah, fast ein Level up. Oh je. Obviously, you're not on my side. Das stimmt. Wow, das sind viele Revives und ich weiß nicht, wir haben 3 Stück. Wir brauchen 3 Stück. Oh Mann, ey. Oh Mann, wir werden diesen scheiß Berg niemals überleben. Das ist so mies, dieser ganze Ort ist so unendlich mies. Okay, ich muss irgendwie mein Team abändern. Es kann nicht sein, dass ich ständig meinen Achilles verliere. Ich gehe mit Nukleon zuerst rein, dann lernt er hoffentlich irgendwann Hyper Voice und funktioniert einfach alles. Wow, ein Ultra Ball. Ich bin gerade mäßig. Glücklich. Da nach unten war nichts mehr, da war nur ein TM. Jetzt mal alle raten, warum der richtige Weg ist. Gegen den da oben haben wir schon gekämpft. Ich will wissen, was hier oben ist. Nicht viel, wie es scheint. Ach, das ist gerade schon wieder so ein Rätsel, ey. So, 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 nicht. So, so, so und so. Oh je, hallo, lass mich raten. Du bist brutal. Hallo, Ass-Trainer. Puffluff und Fluff. Was? Puffluff. Was seid ihr denn? Oh, Junge. Wir haben einen Vorteil. Unser Swift trifft alle. Und Flammenwurf trifft, glaube ich. Ja, nur einen. Okay. Machen wir einfach mal so. Guck, was passiert. Im Zweifel, einer wird es auf jeden Fall verrecken. Okay, hatte ich schon gesagt. Wenn wir Glück haben. In dir auch sofort. Super Team. So, wieso funktioniert das eigentlich so nicht schon die ganze Zeit? Es wäre so viel besser gewesen. Ich meine, wir hätten einfach mal das Glück dann gehabt und hätten einfach keine Probleme gehabt. Ach, scheiß Hagel. Warum muss jetzt auch noch kommen? Kommt jetzt noch mit anderen Pokémon rein oder was? Andrind. Ich glaube, ich weiß, ob das hinausläuft. Genau da drauf. Okay, Swift und Flammenwurf. Ist ja egal auf wen. Fake out. Ihr dürft ja zuerst angreifen. Haha. Habe ich erwähnt, dass das gefährlich ist, mich anzugreifen? Gut, dass er den angegriffen hat, nicht den Nukleon. Nukleon wäre einfach tot.
Der erste ist down. Rollt ein bisschen, fällt runter. Und der zweite. Ja, Nukleon vernichtet einfach alles und jeden. Gar kein Problem für den hier irgendwas zu reißen. Wir machen Nukleon zu unserem neuen Main-Pokémon. So, Problem erledigt. Noch ein Level, dann gibt es Hyper Voice oder Hyper Sound. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Und auch ein Level Up. Der ist richtig schnell, ne? Ja. Ich sehe fertig aus. Oder ready. Keine Ahnung. So, hier. Friss. Und ich möchte einfach nur hier durch. Also, wir haben noch ein Rare Candy, hebe ich mir auf, falls wir mal ein Level Up von der Entwicklung sind. So, jetzt die große Frage. Was gibt's denn hier? Wo rennen wir rein? Aha. Haha, ich bin nicht reingelaufen. Ja, die Rutz. Oh, das ist ein Item, das will ich haben. Bevor ich alles andere mache, erstmal das Item da holen. Wenn ich denn her. Oh, oder das Item erstmal holen. Ein Nugget! Wir kriegen ein bisschen Geld. Ich freue mich. So. Wie kommt man da hin? So nicht, okay. Wir müssen da drauf landen, glaube ich. Ah, warte, das könnte funktionieren. Hat's aber nicht. Nein, ich will das Item haben. Gut, jetzt nach unten gehen. Nach rechts. Wir müssen auf dem Stein da landen, das heißt ganz schön. Okay. So, so, auch nicht. Das Ding ist im Weg, das Problem. Können wir vielleicht einfach von oben drauf landen? Sieht nicht so aus. Ach Gott, ey, was ist das hier für ein Rätsel, ey? Zum Weinen. Wenn ich so mache, dann ist dann besser. Auch nicht. Nochmal den hier versuchen. Dann den hier. Warte mal. Das könnte funktionieren. Wir müssen auf den Stein, auf den hier drauf kommen. Dann können wir so und dann so. Um hier drauf zu kommen, müssen wir an den hier erstmal anditschen. Ah, oh, Junge, warum denn nicht? Mach doch einfach klar, dass es geht. Es will einfach nicht. Komm, Rätsel. Erzähl mir, was ich hören möchte. Oh, Junge. Ernst? Nein. Hä? Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Ich will das Item haben. Ich finde, das ist ein richtig gutes drin, ne? Ich kann nicht diagonal. Das hier wäre so meine Idee, aber das geht ja nicht. Nein. Oh je. Was für ein geht das überhaupt? Ich muss auf diese Stelle hier unten kommen, oder? Nee, das geht nicht. Sonst hätte ich jetzt nichts geschafft. Okay, Leute. Ich habe mir, ich habe gegoogelt, wie man das Puzzle hier löst, weil
Es geht nicht. Das ist ein... Also hier steht, dass es nicht lösbar ist. Es ist nicht gewollt, dass es nicht lösbar ist. Aber es ist halt nicht lösbar. Das bedeutet halt, wir kriegen das Item nicht. Weil die Entwickler hier geschlampt haben. Schade eigentlich. Aber ich glaube, wir sind fast in der Stadt. Und das ist auch halt so ein bisschen mein Ziel. Ich finde es schade, dass das Puzzle nicht lösbar ist. Weil es ist schon... Wow. Cool. Weil es ist... ne? Ich finde es extrem dämlich. Es ist wirklich extremst dämlich. Ich will wissen, was da drin ist. Ich bin extrem neugierig. Und ich glaube... Dadurch, dass ich weiß, dass das Puzzle nicht lösbar ist, ist es auf jeden Fall etwas, was bleibt mir im Kopf hängen. Aber ich schreibe es mir auf. Also erstmal Kometenhöhle hatten wir schon. Route 7 hatten wir noch nicht. Labyrinth, Tauchen, Lantithöhle und Route 16 Eis Puzzle. So, falls irgendwann mal wieder ein Update geben sollte, es scheint ja doch wirklich sehr lange zu dauern, bis die Server dann schon wieder online sind, das war's schon, werde ich auf jeden Fall noch einmal dieses Puzzle gucken, ob wir es lösen können. Ansonsten, ganz ehrlich, ich hole mir das Cheat-Modul. Hallo? Ist hier niemand? Dann cheat ich mir das einfach, ganz ehrlich. I curved some wicked edge on the mountain today. Okay. Ah, cool, hier ist einfach jemand, der ist ein bisschen am Snowboarden. In der Stadt. This town always be quiet because of blah blah blah. Wenn irgendwas drin steht, dann werde ich schon Bescheid sagen. Oh, guck mal, das. Der Shop ist zugeschneit. Das ist echt hübsch. Mhm, der frisst eine Menge, um warm zu bleiben, wenn es kalt wird. Mama sagt, ich sollte nicht mehr kaufen, als ich brauche. Aber ich brauche 20 Poképuppen. Ja, wer braucht die nicht? Richtig, ich. Ja, Revives. I need so much of them. Ja. Lass mal 20 Stück nehmen, wir werden sie brauchen. Und Hyper Potions. Ich glaube nicht, dass wir schon Max Potions brauchen. Egal, wir nehmen sie alle mit. Ja, dankeschön. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Super Repels. Ach, hab ich noch genug. So, ich habe wieder Geld für die für die nützlichsten Dinge besorgt, die ich hatte, brauchte. Und oh nein, schon wieder so ein Eispuzzle. So. Ja, hier gibt's aber nichts, einfach nur eine Schlittschuhbahn. Hallo, hast du Items für mich? Ein Pokémon-Zahnarzt. Okay, das ist etwas, was mir gefällt. Der Pokémon-Zahnarzt bringt uns Bissattacken bei. Feuerbiss oder Feuerzahn, Eiszahn, Blitzzahn, Giftzahn, Crunch, Superfang. Ja, nichts davon brauchen wir, ne? Nee, Poison weg. Nee, wir sind ja eigentlich fast gar nicht physisch. Egal. Und du bist... My boss looks at Pokemon Thief Eldoy. He even put his head in a puff. Okay. Das ist halt jemand, der ist halt, der liebt halt seine Arbeit. Er wird damit sogar seinen Kopf ins Maul einer Bessie reinstecken, nur um ihm seine Zähne zu putzen. Ach ja, wir sind in Snowbank Town, ne? Glaube ich. Ey. Alpico? Ich habe mir überlegt, wir sollten vielleicht öfters versuchen, die Pokémon zu tauschen mit denen, weil es könnte sein, dass die Items tragen, die halt, ne, was bringen. Was? Egal. Und wenn wir einen Alpico haben, sollten wir auf jeden Fall mit dem tauschen. Was für dann? Weil es mir ist die Idee gekommen, als ich mal von Nintendo ein Video geguckt habe, da hat er, Pokémon getauscht und zum Dank gab es dann halt ein... Ja. Es gab zum Dank... Wir haben gleich keinen Alpico, ne? Ein Megastein. Und ich dachte mir... Das ist vielleicht extrem nützlich,
wenn wir dann öfters mal tauschen. Das heißt, wenn wir mal einen Alpico haben, ich weiß gar nicht, was ein Alpico ist, ganz ehrlich, dann werden wir auf jeden Fall mit dem da tauschen gehen. Ich werde mal sowieso, wenn wir die Liga oder so mindestens dann geschafft haben, gucke ich mir an. Anleitung, Snowbank. Nein, wir werden auf jeden Fall tauschen nach der Liga, um zu gucken, dass wir möglichst alles ja auch mitnehmen können. Ich möchte schon sehr gerne gucken. Oh Gott, die haben Mega Evolution hier. Drillganit. Wir haben jetzt zwei Meganitsteine. Wir haben noch keinen einzigen eigenen Megastein. Drillgun. Haben wir Drillgun? Ich weiß halt gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Soll ich mal kurz googeln, wann man den bekommt, den Megastein, unseren eigenen? Oder brauchen wir den hier nicht? Gut, ich habe eben nachgesehen. Ich weiß jetzt, wann man den bekommt. Ich werde aber nicht sagen, wann. Ich kann euch nur so viel sagen, es dauert nicht mehr sehr lange. Ich habe nur gerade, also ich weiß jetzt ungefähr, wann man ihn bekommt. Ich weiß nicht genau, welches Event man dafür auslösen muss und wann genau. Ich weiß nur den ungefähren Zeitpunkt. Ich werde ihn noch nicht verraten, weil ich euch damit natürlich auch nicht spoilern möchte. Und deshalb... Overheat. Ich kann keine Overheat. Weißt du warum? Nutzlos. Keine Ahnung. Overheat. Hatten wir nicht mal eine Attacke? Ja, ich bin mir sicher, wir hatten mal... Doch, wir hatten mal Overheat, ne? Oh, guck mal. Oh, gib dir uns einfach Sonderbonbons. Dankeschön, ich liebe dich. Du bist mein Lieblingstussi. Okay. Ich bin immer noch überlegen. Wir haben zwei Pokémon, die wir vielleicht benutzen. Ganz ehrlich, wir haben zwei Pokémon, die ich gerne benutzen möchte. Das war falsch. Die Frage ist halt nur, wen schmeiß ich dafür raus? Der Codelith ist meiner Meinung nach extrem nutzlos. Wir haben ihn fast nie benutzt. Und der hat mehr Schwächen als... Der hat eine Doppelschwäche gegen Eis. Wir brauchen den jetzt überhaupt gar nicht. Dann der hier. Macht auf mich nicht den Eindruck, als ob der irgendwann mal was reißen wird. Ich überlege mal ganz kurz. Ich würde gerne den Fufnur, der wieder heißt, und Galkit mit reinnehmen. Aber ich brauche auf jeden Fall ein Flug-Pokémon. Das ist das Problem. Wenn wir kein Flug-Pokémon haben, können wir vor allem Fliegen nicht benutzen. Das heißt, wir brauchen mindestens Codelith und der kann auch Fliegen erlernen. Wir müssen also wieder was anderes mit rausnehmen. Ich könnte mir überlegen, Ampharos rauszunehmen. Und dafür vielleicht den großen, die Käferkönigin reintun. Die müsste dann halt... Aber dann hätten wir halt keine Käfer. Dann hätten wir halt ein Käfer-Pokémon, was keine Käfer... Ach, das ist alles so... Oh Mann, ich muss mein ganzes Team überdenken. Irgendwo ist ein Fehler, ein ganz gewaltiger, und den will ich raushaben. Und ich merke diesen Fehler an diesem Ort hier. Wir sind einfach viel zu schwach, um irgendwas zu reißen. Wir werden die Arena niemals packen. Idealerweise wären wir jetzt schon im 55er-Bereich. Wir sind noch nicht mal im 50er. Yo. Der surft bergauf. Da hat nämlich so viel Angst davor, bergab zu gehen. Nein. Wieso ist der vor uns hier? Er wird uns besiegen, ne? Probieren wir es aus. Willst du auch die Arena herausfordern? Ich schätze, ich bin zuerst hier. Hahaha! Überraschung! Ist die anders aus? Ich habe neue Klamotten in Silverbrook gekauft. Dieses T-Shirt. Ich hatte mal das wirklich so T-Shirt hatte, das hat mal T-Shirt. Hat nicht funktioniert für das kalte Wetter.
Außerdem, nun sehe ich mir aus wie ein Badass. Nein, eigentlich nicht. Nun, jedenfalls, ich habe gehört, die Arena soll ziemlich stark sein. Es könnte sein, dass du mehrere Versuche brauchst, um den zu besiegen. Aber falls du sie besiegst, kriegst du die Power der Mega-Evolution. Cool, oder? Oh, damit wäre das auch erledigt. Mit der Frage, wann kriegt man das? Nämlich in der 7. Arena. So, apparently the gym leader is not no pushover. Keine Ahnung, was das heißt. Kein Pushover. Akolyt. Ah, ihr zwei. Ihr wollt also die Arena herausfordern? Nein? Sehr schön. Wie? No? Achso. Ihr wollt also die Arena herausfordern, nicht? Ich denke mal, so soll das gemeint sein. Sehr schön. Diese Arena, Herausforderung ist customary. Was? Undertaken in pairs? Eingeordnet in Paaren? Na, eine Doppelkampf-Arena. Das bedeutet, das ist der Grund, warum Theo hier ist. Ich schätze mal, der wird uns da ganz schön ziehen. Cool. Did you hear that? We got to tackle this gym together. Me and Drago. Ah, ich bin jetzt so aufgeregt. Ich schaffe mit Drago, wie zusammen ein Spiel spielen. Nein, das du nicht. Ich will das Spiel. Nein, warte. Du bist das Kanonenfutter. Heilt der mich vielleicht zwischendurch wieder wie in der Kometenhöhle damals? Na, nun nicht genau. Ihr werdet aufgeteilt für die Herausforderung. Aber zusammengeführt, wenn es darum geht, den Leader herauszufordern. Klingt gut für mich. Ready to take the gym? No. Okay, ich werde hier warten. Oh, direkt traurige Musik. Ah, Theo ist wieder allein. Ja gut. Aber das hat auch einen ganz einfachen Grund, warum ich jetzt hier nicht auf Ja klicke. Und zwar, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr. Über das Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.